Hallihallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Skyrim. Ich bin Nox und wir befinden uns mal wieder in einer neuen Aufnahmesession. Im Moment so ein bisschen Schlag auf Schlag. Ich bin gerade dabei, ein wenig vorzuproduzieren. Ja, beim letzten Mal hatten wir uns auf den Weg nach Rorikstadt gemacht, wo es jetzt noch nicht so wirklich viel Spannendes gab. Und wir bewegen uns jetzt einfach mal in Richtung Bruchturmschanze. Und schau mal, ich weiß gar nicht mehr, welche Quest das jetzt ist, die uns da erwartet, aber wir gucken einfach mal und lassen es auf uns zukommen. Wie immer laufen wir mit gezückter Waffe. Wir schauen nochmal eben, ob das Field of View richtig eingestellt ist. Ah, passt schon. So. Und dann gehen wir mit unserem Gummihammer wieder los. Halten die Augen offen. So, ja, wir sind jetzt schon mit Skyrim bei über 50 Folgen, wenn ich das recht in Erinnerung habe. 50 oder 51. Folge müsste das sein, oder vielleicht auch 52. Hab's jetzt gerade nicht so ganz auf dem Schirm. Und wir haben gerade erst einen Bruchteil des Spiels angekratzt, möchte ich mal sagen. Was ist denn das da vorne? Das ist aber noch nicht unser Ziel, ne? Nee. Wir müssen ein Stück weiter rechts. Ja, also wir kriegen mit Sicherheit noch die ein oder andere Folge zusammen hier. Ach, da. Sehr schön. Oh, versunkener Tiger. Nehmen wir mal mit. Wer weiß, was wir daraus machen. Können wir eben heilen. So, und da vorne sehe ich schon Flatterzeugs. Das nehmen wir mal eben mit. Weiß jetzt zwar gerade nicht, wofür die... Hallo? Ach, egal. Weiß jetzt gerade nicht, wofür die waren. Oh, so. Oh, und da vorne sind noch mehr. Nehmen wir auch noch mit. Den noch und den noch. So. Was? Wie? Ich bin zu... Hä? Wollt ihr mich verkackeiern? Was schleppen wir denn schon wieder alles mit? Da ist... Ach, wir haben die... die Zwergenrüstung. Lydia, wir brauchen dich mal direkt. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. So, du hast ja eine Exquisite, deswegen können wir dir die andere Rüstung auch noch geben. Den Zwergenhelm, die Handschuhe, die Rüstung, den Schild. Kannst du sonst noch irgendwas nehmen? Na, der Rest ist eher Kleinkram. Na komm, dann kannst du die auch noch nehmen. Die noch, das Diadem. Na komm, nimm das auch mal. Kannst überlegen, welches du anziehst. Ich glaube, du hast ja selber auch eins in der Tasche. So, und ihr damit haben vor. Wir wieder... Ich folge. Ja, ich bin ja schon unterwegs. Damit haben wir wieder ein bisschen Platz in der Tasche. Hey, lauter Glühwürmchen heute Nacht unterwegs hier. Nehmen wir mal einen Vorrat mit. Ja, ich weiß, das ist kein Glühwürmchen. Ey, bleib mal. So, geht doch. Das ist kein Glühwürmchen, aber den nehmen wir auch mit. So, jetzt aber mal ernsthaft hier. Lass mich schon wieder viel zu sehr ablenken. Denn, wenn ich mich nicht ganz irre, müssten wir uns so langsam aber sicher dem Ziel nähern. Ja, das kriegen wir hin. So. Ich muss immer und immer wieder diese epische Aussicht hier bewundern. Das sieht einfach so cool aus. Da packen wir glatt die Waffe mal kurz weg. Das ist so übelst. Ich weiß gar nicht, ob man diesen Kompass irgendwie ausblenden kann. Screenshot. Jo, Screenshot 2. Da sieht man, wie viele Screenshots ich bisher schon gemacht habe. Immens viele. So, jetzt ziehen wir wieder die Waffe. Wir nähern uns jetzt nämlich dem Zielgebiet. Mal eben gucken, was hier vorne ist. Dann können wir den Wegpunkt direkt mal eben mitnehmen. Na? Darf ich hier nicht rum? Nehmt das. Ich hole es mir später wieder. Ich zahle gut. Verliert es nicht. Okay. Keine Zeit zum Reden. Wenn ihr mich bestehlt oder betrügt, töte ich euch. Das meine ich ernst. Okay. Da hat er uns jetzt irgendwelche Handschuhe gegeben, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe. Rebellengrab. Okay, haben wir einfach hier den Teleportpunkt.
Ist aber kein sehr flüchtender Flüchtling. Warte, ich helfe dir mal. Habt ihr irgendjemanden vorbeilaufen sehen? Oh. Hm. Nein, solltet ihr ihn sehen, dann greift ihn euch und ruft mich. Der Bastard hat mich gestohlen. Also gut. Upsi. Hm. Na gut. Mal schauen, ob und wann dieser Typ dann nochmal auf uns zukommt, der uns da gerade die Handschuhe zugesteckt hat. Glühwürmchen. Und ein Mondfall. Reicht es? Was? Ach so. Stress doch mal nicht. Nehmen wir mit. Dich nehmen wir auch mit. So. Jetzt aber hier mal einen Blick. Auch rechts von uns. Wo ist es denn? Soll doch hier irgendwo sein. Ich sehe rein gar nichts. Ich dachte so vom Symbol her, da kommt jetzt irgend so eine Festungsruine. Mal eben gucken. Ja, lauf. Lauf. Hast nochmal Glück gehabt. Na komm. Ja, wo ist es denn? Das ist jetzt ein Witz, oder? Soll ich jetzt da runterlaufen? Ach du Scheiße. Na gut, dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwo heil runterkommen. Auf Lydia können wir jetzt mal eben keine Rücksicht nehmen. Die wird sich hoffentlich dann zu uns porten gleich. Mal eben Quicksave. Ich werde jetzt mal gucken, ob wir hier halbwegs heil runterkommen. So, die alte Bergziege hier. Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht doch sehr gut aus. So. Naja, jetzt haben wir Lydia erstmal abgehängt. Aber ich hoffe einfach mal, dass die Gute den Weg findet. Und früher oder später dann wieder zu uns stößt. Mein Gott, ehrlich, ey. Da rennst du dir einen Appel da oben weg. Und dann nisten die sich hier unten ein, an der Gebirgsstraße, am Gebirgspass. Ja, ihr könnt ruhig Alarm schlagen, mir bleibt sowieso nichts anderes übrig. Schleichen ist nicht so mein Ding. Komm her. Nee. Haben wir noch irgendwo jemanden? Gut, dann würde ich sagen, einfach mal rein hier. Achso, doch, ist wohl ein Port, okay. Ja, stimmt, weil der Name da stand. Ansonsten heißt es immer öffnen Tür, öffnen Holztür. Da. Seht ihr, da haben wir unsere Lydia wieder. Ja. Wir versuchen es nochmal so. Na komm. Ich sehe doch, dass du da irgendwo bist. Ja, lauf. Mehr habt ihr nicht drauf? Los, weiter! Na gut, Lydia drängt sich wieder vor. Lydia, so kann ich nicht arbeiten. Ehrlich. Aber hast du trotzdem gut gemacht. Die nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Den Rest brauchen wir nicht. Ah, auch hübsch. Da stehen nur Fressalien rum. Nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Dann gucken wir uns hier nochmal kurz um. Eine Laute brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Was haben wir hier? Holztür aufschließen. Das kriegen wir doch wohl hin. Ein paar Dietriche haben wir ja noch. Ah, nicht ganz rumdrehen. Na. Egal, wir haben es ja.
Okay. Ganz schön düster hier drin, ne? Ja, die Hasen brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aber das nehmen wir wohl mit. Die brauchen wir nicht und die brauchen wir auch nicht. Na gut, hat sich jetzt nicht so wirklich gelohnt. Aber wieder einen Punkt mehr in den Schlösser knacken. Gehen wir erst hier unten und dann darauf, ne? Finde ich hier gut. Boah, kann man da das Licht anmachen? Licht? Himmel, Herrgott, nochmal. Dann bleibe ich lieber hier draußen. Ich kann jetzt nämlich auch keine Fackel mitnehmen, denn wir tragen gern zwei Händer. So, hier haben wir ein paar Möglichkeiten. Was haben wir hier drin? So ein Gerümpel. Da haben wir eine Tür. Gucken wir uns erstmal die Tür an. Okay. Dann gucken wir doch erst nochmal auf der anderen Seite. Weil es sah fast so aus, als wenn es da weitergeht. Ach, hier gibt es gar nichts mehr, außer Nebelschwaden. Ja, gut. Hat sich das auch erledigt, Lydia? Jammer nicht rum. Geh mich aus dem Weg. Tür auf, Quick Save und rennen. Da ist auch nichts. Das ist natürlich die Vermutung, dass hier um die Ecke irgendeiner lungert. Alter Schwede. Da habe ich ja gut aufgepasst. Da haben sie mich jetzt auch verjagt. Blöd, ja. Komm, lauf doch mal. Schauen wir uns mal hier hin. Ja, geradeaus auf uns zuläuft. Ach, dann warten wir mal kurz. Wir heilen uns auch noch mal ein bisschen hoch. Um. Bräuchten unbedingt den Zauber, um Lydia zu heilen. Wofür ist der Schalter? Achso, bestimmt für dieselbe Falle. Juhu! Keile! Aber wir müssen mit dem Hammer echt aufpassen mit Lydia. Sonst hauen wir der nämlich so einen von Latz, dass die wieder im Dreck liegt. So, dann schauen wir uns einmal um. Gift nehmen wir mit. Der Spiegel. Den nehmen wir mal mit, weil ich glaube, es gibt irgendwo eine Quest. Level. Eine Quest für das Buch. Also so eine, ne, wie von der Schmiedin für ihren Lehrling gibt es auch einen für dieses Der Spiegelbuch. Weiß nur nicht mehr, wer die Quest hatte. So, dann gucken wir mal. Ja, das war ja einfach. Hat sich aber trotzdem gelohnt. Sehr schön. So, von da kamen wir. Also gehen wir einmal im Kreis. Okay, hier müssen wir gleich vielleicht rein. Müssen wir nochmal schauen. Ja, nee. Dann gehen wir hier lang. So. Alles klar. Ist das nicht der Raum? Oh, cool. Auch gut. Okay, Totenstille. Oh, raus wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Aber egal, wir schauen mal, wo uns der Weg hinführt. Ihr hättet nie herkommen sollen. Du würdest nie dumm herumstehen dürfen. So. Hast du jetzt davon? Brauchen wir auch nicht. Seid ihr zum Schlitten bereit? Beschäftigen wir uns auch noch ein bisschen mit dem Bogen. Ach, Mann. Da können wir uns doch drum kümmern. Da kommt Lydia ja im Moment nicht dran. Okay. Gut, jetzt weiß ich gerade nicht, wo Lydia hin ist. Auch okay. Dann schauen wir uns hier nochmal weiter um.
Ja. Ordentlich aufgereihter Schrott. Uninteressant, uninteressant. Jetzt müssen wir mal schauen, ob und wie wir jetzt zu Lydia wieder hinkommen. Nein, Lydia ist bestimmt da oben jetzt spielen. Ach da, okay. Ich wollte gerade sagen, wir gehen jetzt einfach mal rein. Denn hier draußen sind wir definitiv falsch. Dann gucken wir mal, hier war doch noch eine andere Tür, ne? War es nicht? Warte mal. Da sind wir da lang gegangen, dann gehen wir diesmal halt hier rein. Ah, okay. Ja, ja, mhm. Müssen irgendwas unten hin? Ja, von da kommen wir doch. Na, verstehe einer die Welt. Gucken wir eben. Dann gehen wir mal eben hier nochmal raus. Gucken mal, wo wir landen. Vielleicht gibt es da noch einen anderen Eingang wieder. Was ist denn für eine komische Festung? Was? Ah, hier geht's nach oben. Sehr schön. Ja, mhm. Ja, ja, mhm. Haben wir, ja. Ja, jetzt ist aber hier, ne? Wo muss ich denn lang? Erstmal. In welchem sind wir denn? Windklippenhöhle? Bruckers Sprungschanze? In welchem sind wir denn? Sind wir im Bruckers Sprungschanze? Gehen wir mal hier lang. So, wenn du jetzt einen gedutscht kriegst, Lydia, bist du selber schuld. Ja, wunderbar. Aber erledigt haben wir die Nummer hier ja noch nicht, oder? Gucken wir mal eben hier unten. Aber hier kamen wir ja her. Warum führt er uns jetzt hier wieder raus? Wollt ihr mich verscheißern? Hochturmschanze, ja. Befreie die Windklippenhöhle. Befreie den Priester. Ja, das muss ja dieses Töte den Anführer von Bruckers Haumigblau sein. Aber wir schauen einfach mal, wir gehen jetzt nochmal hier raus. Mal gucken, wo er uns jetzt hinlotsen will. Weil das ist ja echt merkwürdig. Ja, der führt uns wieder hier rein. Bin ich denn jetzt besoffen? Das habe ich gedacht, so, was weiß ich, die erste haben wir in 10 Minuten durch. Aber das hat sich wohl. So. Ja, da unten in dem Raum war nichts. Da in dem Raum war auch nur Plunder. Da gab es keine Türen, also mussten wir hier lang. So, dann schauen wir jetzt nochmal. So, an den Fallen vorbei. Hoffen, dass Lydia nicht reinlatscht. So, hier führte es früher oder später auf die Empore. Da vorne führte es auf die Empore. Und hier war ja nur dieses Schlafquartier. Gut. Dann nehmen wir mal den Weg, den wir als allererstes auch gewählt haben. Gehen hier durch. Da gibt es auch keine weiteren Türen. Ja, das sieht ja auch schon so ein bisschen nach korrektem Weg aus. So. Da ging es nach Himmelsrand. Wir gehen mal weiter durch. So, waren wir hier schon? Nee. Ach, wir gehen einfach mal hier hoch. Sieht doch gut aus. Jetzt kommen uns bestimmt gleich ein paar Typen entgegen. Was war das? Ist da jemand? Moin.